Playoffs. Und sonst nichts. Die Topstars, die sind gefordert, um hier dem Qualifikationssieger vielleicht dann doch erneut ein Bein stellen zu können. Für Servette. Er zog schön durchgesteckt. Brian O'Neill scheitert. Sie mit viel Tempo in die Zone reingekommen. Das, was sie eben nicht geschafft haben in den letzten oder in der letzten Partie. Auch hier von der gegenüberliegenden Seite aufgenommen, diese Einstellung. Und hat O'Neill die Scheibe nicht mehr auf die andere Seite gekriegt. Dann die Chance für die Gäste. Cennoni gegen Noah Roth. Marcini, Hansson an der blauen Linie. Das ist O'Neill. Wieder Marcini, Tor! Lino Marcini hat erneut zugeschlagen. Anders als Lino Marcini kann hier den Knoten platzen lassen. Schauen Sie mal, wie viel Zeit er da hat. Und das, obwohl alle wissen, dass Lino Marcini wohl einen der besten einerseits Slapshots, aber dann auch einen sehr präzisen Handgelenkschuss hat. Nach diesem Führungstreffer, während Vincent Praplon Cennoni prüft. Vatanen mit dem Ausgleich. Was für ein Hammer von Sami Vatanen. Und das ist irgendwie ein Déjà-vu. Richard mit dem Assist. Und da wird einfach gut gearbeitet vor dem Tor. Es gibt eine Berührung zwischen Cennoni und Pouliot. Machen Sie, es gibt die Coaches Challenge. Also eine Torhüterbehinderung kann von den Schiedsrichtern angeschaut werden, aber sie müssen nicht. Das Tor zählt. Es wird eine 2-Minuten-Strafe gegen den EV Zug absetzen. Die Berührung hat außerhalb des Torraums stattgefunden. Vatanen. Tömmenes. Hat die keinen. 2-1 Genf. Und dieses Powerplay. Brandgefährlich hier. Hartikainen mit ganz viel Platz. Cennoni kann den ersten Save machen, aber dann ist niemand da, um den Rebound wegzubringen. Jetzt mit Tempo durchs Zentrum mit Leuenberger. Dann der Abschluss. Und das Tor! Und die Schweizer Spieler eben die Tore schießen. Wie Marcini und hier Suri. Ja, viel Glück dabei. Die Scheibe springt von der Bande zurück und für einmal Robert Meyer irritiert. Und dann mit dem Fehler. Scheibe wird da abgelenkt und das macht es schwierig für Robert Meyer. Und trotzdem möchte er dieses Tor natürlich gerne zurückhaben. Scheibe prallt da zurück. Ja, da war ja einfach einen Bruchteil einer Sekunde zu spät. Robert Meyer, hab selten so ein komisches Tor gesehen. Klasse Einsatz von O'Neill. Geisser vor dem Tor, der Ablenker. Kemper scheitert im Nachschuss. Strafe angezeigt gegen Servette. Ja, klemmt da den Stock ein bisschen ein und dann klar auf Winnick. Der kommt mit Tempo. Immer noch Daniel Winnick. Tömmenes vor dem Tor, der Ablenker. Da ist noch einmal die Chance von Phil Poulard und da war Cennoni wohl noch dran. Hier gut zu sehen. Da musste nicht eingreifen. Marcini hat etwas Platz. Marcini! Und was für eine Parade von Meyer. Was noch einmal die Chance von Lino Marcini und Robert Meyer. Und die Chance aus der Drehung. Dann die Konterchance. Das ist Hoffmann. Das ist Simeon. Aber da ist auch noch Robert Meyer. Schauen Sie mal genau hin.
hier diese Aktion vor ein paar Minuten gegen Herzog. Dann der Abschluss von Klingberg. Fehler von Jus. Pouliot, Tor! Marc-Antoine Pouliot entscheidet die Partie in der 76. Spielminute. Wir schauen uns dieses Tor noch einmal an. Völlig ungefährlich. Fehler Nummer 1 von Jus. Ja, und dann geht's ganz schnell. Dann fehlt er eben auch hinten. Und Pouliot entscheidet zum zweiten Mal eine Verlängerung für Servette. Ja, und irgendwie ist es klar, ein individueller Fehler muss zur Entscheidung führen. In diesem Falle sehr zu Ungunsten der Zuger. Tanner Richards mit dem genialen Pass, wie er sich die Scheibe mit dem Schlittschuh zurechtlegt.